Hallo, hallo. Willkommen zurück bei Harvest Moon DS. Seit der letzten Folge ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Jedenfalls, ich habe in der Zwischenzeit auch wieder ein paar Tipps bekommen. Beispielsweise, dass wir unsere Feldfrüchte lieber bei Van verkaufen sollen. Da kann man auch, ich glaube, bis zu 50% mehr bekommen. Wenn man Pech hat, auch weniger. Das heißt, ich müsste mir eigentlich mal angucken, wie viel man dafür bekommt normal. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir einfach so viel Pech haben. Außerdem, dass wir Celia nicht jeden Tag was schenken brauchen, sondern einfach sie nur ansprechen müssen, weil das auch genug Lebenspunkte gibt. Wir müssen den Wert ja nur halten. Wir haben ja wahrscheinlich den maximalen Wert bei ihr. Wir brauchen ja gar nichts mehr sammeln. Und es scheint zu rechnen. Wir haben scheinbar alles gemacht. Ja, hier sind unsere Kartoffeln gesät. Genau, dann kann ich ja eigentlich mal schlafen gehen. Und gute Nacht. Nom, 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 nom. So, guten Morgen. Ein sonniger 6 Uhr Morgenstag. Es kann auch ein sonniger 7 Uhr Morgenstag sein. Und unsere Kartoffeln sind schon ein bisschen gewachsen. Das ist doch prima. Gießkanne, da bist du ja. 7 Wassereinheiten, das wird nicht reichen. Nehme ich mal wieder ein bisschen Wasser. Und gieße schnell. And hep. And hep. Soll, alles gegossen. Keine Sorge, ich habe nicht vergessen, dass wir da hinten noch Pflanzen haben in unserem... Hast du kein Ei gelegt? Schlechte Laune. Ach ja, es hat geregnet. Ich habe vergessen, Hühner reinzunehmen. Mann, ich bin so vergesslich. Auch schlechte Laune? Na, das ist nicht so toll. Vielleicht streiche ich sie hinterher nochmal. Ich gehe eben erstmal gießen und gucke an sich mal, was unsere Pflanzen machen. Blumen haben wir hier auf jeden Fall viele. Könnt ihr auch mal ein paar sammeln. Sieht soweit ganz gut aus. Nicht mehr als beim letzten Mal, aber nun denn. Macht ja nichts. Dauert ja sicher nicht mehr lange. Ich glaube, die kann man alle 2 Tage ernten, die Gurken. Jeden Tag wäre auch ein bisschen komisch. Irgendeine Pflanze kann man, glaube ich, jeden Tag ernten. Nee, kann man. Kann man? Ich bin mir gerade unsicher. Ich weiß es wirklich nicht. Den Kohl können wir auf jeden Fall noch nicht ernten. Der ist noch zu klein. Den will keiner kaufen und keiner essen. Der ist sicher noch ganz bitter. So, dann nehmen wir auch die Gräser wieder schön mit, damit wir davon welche haben, die wir dann alle schön verkaufen können. Und außerdem, was mir auch als Tipp gegeben wurde, ist, ich mache Folgendes. Ich gehe rein. Wie wollte ich das machen? Ich habe schon wieder vergessen. Mir wurde ein Tipp gegeben, aber ich habe vergessen, was der Tipp war. Das gibt's doch nicht. Vielleicht, ich überlege jetzt nochmal 10 Sekunden. Vielleicht habe ich es dann wieder drin. Nee, mir fällt es gerade wirklich nicht ein. Tut mir leid, dann gehe ich mal nach unserem alten Schema vor. So, dann speichern wir mal. Holen die Hacke raus und dann hacken wir da alles schön. Einfach um zu gucken, ob hier was drin ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Tap, nur ein bisschen Gold. So schnell kannst du auch gar nicht umkippen. Mein lieber Freund. Nein, ich wollte hier weghauen. Please don't stand in my way. Also, versuch mich wegzudrängen. Das ist nicht sehr nett. Okay, Achtung Flora, einmal aufpassen. Hier kommt die Mithrilhacke. Mithril oder Mistril? Ich habe schon wieder vergessen. Mistril, okay. Mithril gibt's doch auch irgendwo. Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, mir hat sogar mal jemand geantwortet, ob es Mithril gibt. Final Fantasy? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mensch. So. Hier scheint nicht viel zu sein. Nein, hier scheint wirklich nicht viel zu sein. Ach Mensch, dann lade ich mal Tagebuch 2 und fange ab da weiter an zu graben. Nein, ich wollte nicht gießen, ich wollte gerne graben. So. Komm
schon, nicht umkippen, mein Freund. Nicht verzagen, nicht verzagen. Latata, latata. So, dann mache ich erstmal seine Reihe eben fertig, damit er nicht ständig da im Weg steht. Also heute haben wir irgendwie... Oh, doch. Die Stelle kann ich mir merken. Die ist ja recht einfach da in der Mitte. Fast in der Mitte. Ich weiß gar nicht. Gibt es hier eine Mitte in dem Raum? Ich sehe gerade nicht alle Kästchen. Aber das kann ich mir merken, wo das war. So, so, so. 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 So, so. Okay. Hep. Falls sich einer fragt, warum ich die ganze Zeit lade, ich möchte nicht irgendwelche Aufputschmittel, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit benutzen. Also mir lieber die für wichtigere Momente aufheben. Beispielsweise, dass wir, wenn wir in die Mine gehen oder so, dass wir da genug haben. Und deswegen suche ich einfach die Sachen ab hier. Und dann, wenn ich was gefunden habe, merke ich mir die Stelle. Und da grabe ich dann hinterher. So verbrauche ich dann wesentlich weniger Ausdauer, aber habe das gleiche Ergebnis. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen schmackhaft erklärt, sage ich mal. So, und wenn ich mich nicht täusche, müsste jetzt auch wieder... Jetzt ist mir nämlich wieder eingefallen, dass das resettet wird, wenn man raus und rein geht. Das heißt, es müsste rein theoretisch wieder neu... Dinge hier geben, auch wenn ich das von den Entwicklern ein bisschen sehr komisch finde. Wenn man einfach dann hier so seine ewige Goldgrube hätte. Aber vielleicht ist das ja so, ich weiß es ja nicht. Achtung, Flora, ich wollte schon Lea sagen, aber Lea wohnt ja bei Daryl. Ach, wird doch resettet. Das ist ja prima. Okay, hier wissen wir, haben wir Ohrringe ganz in der Ecke. So... Ohrringe bringen ja auch, glaube ich, relativ viel, wenn ich mich nicht täusche. Oder es waren die, die wenig bringen. Nee, Groschen bringen viel. Und Ketten? Hey, wir finden ja wirklich viel. Ketten oder Ohrringe? Puh, ich weiß es nicht. Achtung, Wärterkarte her. Oh. Dann lade ich mal schnell. So, also einmal hier in der Ecke. Und dann hier. Genau. Okay. Ich glaube, das war dann auch erstmal genug Beute für heute. Hahaha, toller Reim, ne? Kann ich auch manchmal. Aber nicht immer. So. Dann flupp. Don't fall from the pferd, my friend. So. Hier auch noch alles kaputt hauen. Und dann versuche ich heute mal die dritte Mine freizuschalten. Das kann ich einfach mal machen. Wir müssten ja eigentlich auch demnächst mal wieder in die zweite Mine gehen. Einfach, vielleicht finden wir ja rosa Diamanten und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Geld in der Tasche, weil ihr wisst, wir haben jetzt 171.000. Das heißt, wir brauchen noch etwa 29.000. Ein bisschen weniger, ich weiß. Und dann können wir uns den Keller kaufen. Wir werden dann natürlich auch relativ viel Geld mit unseren Ananas verdienen, aber es wäre mir halt lieber, wenn wir dann auch noch so ein bisschen nebenbei was verdienen. Deswegen werde ich wahrscheinlich draußen weiterhin Sachen anpflanzen, weil das Feld im Keller ist, ich finde, sehr begrenzt. Und ich möchte dann ganz einfach nicht nur darauf angewiesen sein. Deswegen mache ich das halt so wie gewohnt. Es kann uns ja nicht schaden, es kann uns ja nur Geld bringen. Es zieht zwar jeden Tag Ausdauer und Zeit, aber ich meine, was soll man sonst am Tag groß machen? Ich meine, wir gehen häufig um 10 Uhr schlafen. Dann haben wir einfach ein bisschen mehr zu tun, zumal die Zeit ja eh nicht rumgeht im Haus. Also es geht nur reelle Zeit um, keine Ingame-Zeit. Also denke ich nicht, dass da irgendwie ein Problem aufkommen sollte oder eine Unzufriedenheit. Hoffe ich zumindest. Hier sind auch noch Gräser. Das ist schön, das freut mich. Und da hinten ist noch eine Bambussprosse. Was ich ja jetzt übrigens wieder, oder was ich überhaupt weiß, ist, dass Celia ja Currybrot total gerne mag. Das bringt uns zwar jetzt auch nichts mehr. Ich habe gestern vergessen, Celia anzusprechen. Nee, habe ich gar nicht. Nee, habe ich nicht. Wir müssen Celia ja, wie gesagt, nur ansprechen.
hi, wie geht's und so. Es hat mich auch einer auf die Idee gebracht, also nicht auf die Idee, sondern so den kleinen Wunsch in mir geweckt, Gesprächsoption bei Harvest Moon, das wär's ja noch. Das wäre richtig toll, also so wirklich RPG-mäßig, das fände ich richtig toll. Gibt's ja leider nicht. Ich weiß nicht, ob es mit den kommenden Harvest Moon Teilen mehr geben wird. Nintendo baut ja auch immer noch seine Features aus. Ach, ich brauche ja gar nichts aus meiner Tasche. Hi Celia, na, wie geht's? Ja, ich finde das prima. Und ich weiß gar nicht, wie ihr die ganzen Dinger da bewässert. Ich meine, habt ihr auch eine Mysterie-Gießkanne oder habt ihr so einen Sprenkler? Oder wer erntet das Ganze? Beziehungsweise es wird hier überhaupt nicht geerntet. Hey, ernte das mal zwischendrin, dann kriegt ihr mehr Geld. So, 3.30 Uhr. Da muss ich wohl noch ein bisschen warten, bis es spät ist und wir zu der Mine gehen können. Weil ich glaube, man löst die mit einem ganz normalen Event aus. So, die Gräser nehmen wir auch noch mit. Die auch. Ich weiß gar nicht, die Blumen brachten nicht sonderlich viel, ne? Ich sammle mal diese weißen Blumen lieber auf. Oder ich sammle jetzt mal einfach alle Blumen auf. Wir haben ja eh nichts zu tun. Wir könnten unsere Hühnchen natürlich noch streicheln. Das mache ich wahrscheinlich gleich. Ich sammle nur mal eben hier die Blumen auf und dann hat sich die Sache auch schon. So. Weiter haben wir den... Habe ich einen Tag verpasst, an dem Van da war? Ja, ne? Warum bin ich nicht zu Van gegangen? Ach Mensch, Kuri. Das gibt's ja nicht. So, okidoki. Dann ab zu unseren Hühnchen. Und dann schnell streicheln. Dann wieder den Teleporthandschuh anziehen. Und dann, schwupps, teleportieren wir uns zur Mine. So. Okay. Da-da-da-da-da. So, na komm, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Na, fast. So, bei wer war das? Bei Fini. Falls ihr euch wundert, warum jetzt kein Herzchen darüber kommt, wir hatten die ja schon hochgehoben. Ein Herzchen über ihn kommt nur einmal. Anders ist das bei Kühen, bei denen kommt auch jedes Mal, wenn man was mit denen macht, also streicheln, bürsten, kommt ein Herzchen über denen. Aber bei den Hühnern ist das nicht so. Bei Dahlia haben wir 7824, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung hatte. Na komm schon, das können wir besser, oder das kann ich besser, hoffe ich zumindest, dass ich das besser kann. Na komm schon. Ja, wer sagt's denn? 9250 bei Dias. Dann fehlt jetzt noch Kevin, der sich dahinter versteckt. Da, 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 da. Ja, super. Auch bei Kevin ein rotes Herz. Damit wir da hoffentlich schneller Herzen sammeln. Teleportstein angezogen und ab zur Mine. Flora ist noch da. Wie lange bleibt die denn da? Wusste ich gar nicht, dass sie so lange bleibt. Ist ja schließlich schon 20 Uhr. Was? Kuri, es gibt Ärger. Ein wilder Hund ist auf dem Hof. Verscheuche ihn schnell. Der kann unseren Hühnern zwar eh nichts, aber ich verscheuche ihn trotzdem mal. Hey du. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Ich sagte, du sollst abhauen. Hey, ich sagte, du sollst gehen. Verdammt. Hund. Da ziehe ich jetzt natürlich sehr viel Ausdauer. Ich esse mal eben ein paar Gräser. Aber der kann unseren Tieren eh nichts, deswegen gehe ich jetzt einfach rüber zur Mine. Weil unsere Tiere sind ja in einem Stall. Und da lösen wir auch das Event aus. Oh, Kuri, hier bist du also. Nein, ich habe nur eine Aufgabe für dich. Darum habe ich dich gesucht. Eigentlich habe ich hier so eine Art,
sowas wie einen Tunnel gefunden. Doch ohne Hammer bekomme ich ihn nicht auf. Ich hoffe, du hast einen... Hast du einen zur Hand? Also, ich wollte dabei sagen. Ich dachte, da käme noch dabei. Super, dann warte bitte einen Moment hier. Hey, hier drüben. Komm hierher. Es ist die Wand neben mir. Hau mit aller Kraft mit deinem Hammer drauf. Kann ich machen. Dumm, 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 dumm. Krach, Pef, Pung.